Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Die Hochfrequenztechnologie begleitet uns ja immer wieder, aber heute gehen wir mal auf das Immunsystem ein, die Einflussfaktoren und was es für neue Erkenntnisse gibt und wer kann uns das nicht schon besser erklären wie unsere zwei Experten heute hier. Wir haben Per Zebergs und Arthur Tränkle hier und beides natürlich Forscher, Gesundheitsanalysten und Sie kennen sie beide sicherlich schon. Machen Sie sich auf eine spannende Sendung bereit. Hallo ihr beiden, lieber Arthur, lieber Per. Schön, dass Hallo. Ihr beide da seid. Immunsystem ist ja so ein Thema. Ja, das lässt sich ja sicherlich auch beeinflussen von außen. Und da jetzt die Frage, wie sieht's denn aus in der neuesten Erkenntnis, auch gerade in Bezug auf die Hochfrequenztechnologie? Lass mich vielleicht vorweg so anfangen. Es ist sehr bedauerlich, dass das Immunsystem kein Thema ist in der heutigen Zeit. Es ist ein ganz großes Versäumnis, weil das Immunsystem, wenn es gut funktioniert, kann alles regeln über Selbstregulation, über Selbstheilungsprozesse, über Kreierung von Fieber. Das Immunsystem kann alles. Wir haben als Spezies Menschen überlebt, wenn wir so ein fantastisches Immunsystem haben. Aber es spielt in der offiziellen, sag ich mal, Diskussion derzeit keine Rolle. Absolut keine Rolle. Und wir können das Immunsystem aber auch noch, sage ich mal, durch Technologien heute unterstützen. Und da haben wir einfach aus meiner Sicht die genialste Technologie, um das wirklich zu tun. Mhm. Und vielleicht zur Beschreibung, das Immunsystem gibt es viele Facetten, aber die Hauptfacetten sind, das erste ist extrazellulär, das sind Antikörper und Fresszellen, T-Zellen, Killerzellen, Makrophagen, die fressen sozusagen Eindringlinge oder Invasoren, die fressen die weg. Und die Antikörper, die sozusagen räumen dann den Müll auf. Also insofern werden die Antikörper oft überschätzt. Das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe ist, dass wir intrazellulär auch ein Immunsystem haben. Da bilden zum Beispiel die Mitochondrien Stickoxid. Stickoxid neutralisiert die ganzen Pathogene intrazellulär. Und der wichtigste Bereich des Immunsystems ist das enterische Immunsystem. Das sind ungefähr 100 Millionen Zellen in den Darmwänden. Also man sagt ja auch, 70-80% des kompletten Immunsystems sitzt im Darm. Und wir können über verschiedene Maßnahmen, Wasseroptimierung, Entsäuerung, Mitochondrien stärken, das können wir mit diesen Technologien, können wir sozusagen alles aus einer Hand in diesem Immunsystem stärken. Man muss zum Immunsystem auch noch wissen, oder zu Viren ist vielleicht noch ein interessanter Fakt, über 50% unserer DNA-Bestandteile, unserer DNA-Sequenzen sind viralen Ursprungs. Also es hat zu allen Zeiten Viren gegeben, die dann sozusagen in der Adaptionsfähigkeit des Menschen eingebaut worden sind, um an die neuen Lebensverhältnisse angepasst zu sein. Und wenn ein Immunsystem wirklich stark ist, ist es sogar so, dass nicht einmal ein HIV, also ein AIDS-Virus, zu einer Krankheit führt. Wenn man das mal verstanden hat, gibt es keine wichtigere Maßnahme, insbesondere in der heutigen Zeit von den letzten 2 Jahren betrachtet, als das Immunsystem zu stärken, weil es gibt nichts Flexibleres. Wie kann ich das jetzt in der Praxis umsetzen, die Technologie, wirklich um gezielt aufs Immunsystem? Ja, Per hat schon angesprochen, das Immunsystem, der größte Teil davon ist im Darm. Ja. Ja. Aber auch jede einzelne Zelle hat für sich ein Immunsystem. Und wir können über die Befeldung der Zelle, dem Darm, dem Körper, dem Organ Energie zuführen. Ja, jetzt können wir das Immunsystem unterstützen mit Vitaminen, Vitamin C, Vitamin D3. Auch diese Stoffe, diese Wirkstoffe können wir mit Hochfrequenz aufladen, zu uns nehmen und dann auch zusätzlich an den einzelnen Stellen unterstützen. Also es sind diese Schritte, die wir über die Ohren, über das motorische Zentrum, die gesamte Abfolge entwickelt haben und dann logischerweise auch hier unten im Darmbereich zusätzlich befeldet wird. Ein Hauptproblem für Immunsystem im Darmbereich ist Übersäuerung. Und das andere ist, dass die Darmbarriere, also praktisch die Wand zwischen Darm und Blutgefäßen, aufgeht. Da spielt ein Stoff eine Riesenrolle, der heißt Zonulin, der öffnet Darmbarriere. Ein anderer Oberbegriff in dem Zusammen wäre Leaky Gut. Das sind Themen, die im Prinzip das Immunsystem im Darm sehr schädigen, insbesondere Übersäuerung. Wie kann man Übersäuerung, sagen wir, wie kann man der begegnen? Es geht über hexagonales Trinkwasser. Und sagen wir mal, die Technologie, die wir da haben, die generiert auch hexagonales Trinkwasser. Man sollte als Ausgangswasser ein
biochemisch gereinigtes Wasser haben, dann wird es über die Technologie energetisch gereinigt und dann wird es hexagonal strukturiert und zwar stabil für 7 bis 10 Tage. Und das ist deshalb wichtig, weil die Übersäuerung wird generiert über positiv geladene Ionen, und zwar sehr vielen von denen. Was muss ich dem entgegenstellen? Negative Ladung. Jetzt ist es so, dass hexagonal strukturiertes Wasser ist ja kristallinähnlich in diesen Strukturen, immer extrem negativ geladen ist. Und das neutralisiert sozusagen die positiv geladenen Ionen, die für die Übersäuerung verantwortlich ist. Also den ersten Schritt haben wir damit schon mal gemacht. Und wir haben vor 3 Jahren begonnen, eine Handsonde zu entwickeln, wo man auch großflächig zum Beispiel den Darm, den Magenbereich, die Leber, die Niere befelden können. Wenn der Per mal kurz diese Handsonde zeigt, die ja eine dementsprechende Größe hat und die grüne Fläche ist der Arbeitsbereich, der blaue Bereich ist abgeschirmt. Das heißt, da kann man auch mit der Hand ohne Probleme dranhalten. Und wir sehen das genau hier hervorragend, wenn man hier mit der Handsonde rangeht, wie hier diese Spulen, die mit LEDs angesteckt sind, zum Leuchten beginnen. Aber was fließt da drin? Weißt du, ich als alter Physikexperte. Wir fangen. Schau, das ist doch sogar noch eine Glasscheibe. Es ist ja nicht mal ein Gas drin. Also bei der Neonröhre können wir es ja zeigen, da ist ein Gas, das wird aktiviert. Hier haben wir eine LED, da ist ja gar kein Neongas mit vorhanden. Und es ist so, dass wir über diese Spule hier, hier ist eine Spule eingearbeitet, so wie es in der Zelle ja auch vorhanden ist. Und diese Spule nimmt, weil sie in Resonanz geht, diese Frequenz und Energie, also nicht nur die Information, auch die Energie auf. Die Energie wird hier weitergeleitet und geht dann über verschiedene kleine Schaltungen direkt an die LEDs. Und die fangen dann an zu leuchten. Und diese LEDs stehen jetzt hier stellvertretend für die Mitochondrien. Die brauchen dann diese Taktung, die kriegen diese Vorgabe, die kriegen diesen Anschub und fangen an, wieder zu arbeiten. Die leuchten in Form von Wärme, thermische Energie, ist ja auch eine Strahlung. Und dann kann die Zelle wieder optimal arbeiten. Entschuldigung, darf ich noch eins dazu sagen? Und zwar das absolut Geniale ist ja, dass der Nikola Tesla, also es war unbestritten das größte Wissenschaftsgenie aller Zeiten, selbst Einstein hat das so gesagt, der hat eine zweite elektromagnetische Welle entdeckt. Die heißt auch Longitudinalwelle oder Skalarwelle oder auch Teslawelle. Und über diese zweite elektromagnetische Welle kann ich pure elektrische Energie übertragen. Das kann ich mit einem anderen, mit einer Hertzschenwelle, wo ich ein Radio verbreite, also praktisch Radio funktioniert ja so. Ich habe 95,8, die Trägerwelle, Hertzsche Welle. Ich tune mich ein auf 95,8 und ich höre dann die Information, was oben drauf moduliert ist. Hier ist es so, dass ich diese Trägerwelle habe, die hat übrigens die Eigenschwingung der DNA, was ein unglaublich wichtiger Faktor ist. Und auf diese Trägerwelle, die ist laserähnlich gebündelt, deshalb unfassbar intensiv von der Energie, kann ich nicht nur Informationsfrequenzen draufspielen, was hier auch der Fall ist, aber insbesondere auch pure elektrische Energie. Und hier sind jetzt minus 70 Millivolt Impulse draufgespielt, die in den Wasser gespielt werden können, die in den Körper gespielt werden können. Und im Körper finden diese minus 70 Millivolt Impulse auch die schwächsten, die mutierten, die entzündeten Zellen, weil die eine niedrigere elektrische Zellmembranspannung haben und einen niedrigeren elektrischen Widerstand. Und elektrischer Strom fließt wie Wasser dorthin, wo es am leichtesten fließen kann. Deshalb finden praktisch diese elektromagnetischen Impulse, die den Idealzustand der elektrischen Zellmembranspannung wiedergeben, auch die schwächsten Zellen. Und der größte Heiler, der jemals in Europa gelebt hat, war Paracelsus. Und Paracelsus hat seine Medikamente immer aus Wässern gemacht nach einem Gewitter. Hat dieses Wasser aufgefangen und hat die dann in seinen Sären, in seinen Medikamenten eingebracht, weil hier diese Aufladung dieser Ionen ideal für die Wirkstoffe wieder ist. Und das ist vor 500 Jahren passiert. Aber war sicherlich dann auch ozonhaltig, oder? Selbstverständlich. Und dadurch länger haltbar? Alle diese Dinge waren mit enthalten, natürlich. Und die Russen haben mit dieser Technologie die Natur verstanden und kopiert und sie uns zugänglich gemacht. Und durch das ein großes Glück haben wir heute diese Technologie auch bei uns zum Einsatz. Wir können sie jeden Tag für unser Immunsystem uns zu stärken, damit wenn wir nach außen gehen, in den Alltag, weil es gibt immer irgendwelche Erreger. Wenn ich von innen gestärkt bin, in der Physik gibt es ein Gesetz, das stärkere Feld verdrängt das schwächere. Wenn ich von innen her gestärkt bin, kommt das andere gar nicht in mich rein. Und noch ein ganz wichtiger Aspekt, und zwar
was auch den Körper schwächt und das Immunsystem sind freie Radikale. Und das haben wir im Überfluss. Also wir haben Billionen von Angriffen auf unsere Zellen und zwar jeden Tag von freien Radikalen. Freie Radikale zeichnen sich ja dadurch aus, dass denen aus in der Balance von dem Molekül oder Atom, denen fehlt Elektronen. Sehr rausgehört. Und deshalb sind die sehr hochreaktiv und versuchen aus dem Umfeld, egal wo das ist, welche Moleküle es auch immer sein mögen, dort Elektronen zu bekommen. Also sie sind hochreaktiv. Und die schwächen natürlich auch das Immunsystem, die schwächen die Zellmembran, die schwächen die Mitochondrien, die schwächen die Funktion der DNA. Also was man natürlich tun, ich muss diese freien Radikale, muss ich neutralisieren, so stark wie es möglich geht. Und es gibt, das ist ein Dr. Patrick Fennigan draufgekommen, es gibt kein stärkeres Antioxidant im ganzen Universum als hexagonales Wasser. Mhm. Weil der Clou dabei ist, dass die in der hexagonales Wasser hat übrigens genau diese Struktur vom Hexagon. In dieser Struktur, wie sich die Wassermoleküle dann so ausrichten dann, ist es so, dass sich die Atome Elektronen teilen können. Also ich habe Elektronensharing und ich habe überflüssige, nicht verwendete, freie, delokalisierte Elektronen zur Verfügung, und zwar ganze Plasmas. Und die können jede Sekunde, nebenwirkungsfrei, Billionen von freien Radikalen neutralisieren. Also ich habe die stärkste Antioxidant, was man sich vorstellen kann, haben wir im hexagonalen Wasser. Und das wird eben generiert über... Wenn es richtig aufgeladen ist, ja, mit der richtigen Frequenz, um es in Resonanz zu bringen. Weil auch Wasser hat eine Eigenresonanz und es gibt viele Hochfrequenzapparaturen, aber die sind alle auf Metall abgestimmt. Und das ist der große Unterschied. Wir sind kein metallisches Wesen, wir sind kein Roboter, wir sind ein wasserbasierendes elektromagnetisches Wesen. Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob in dieser Schwingungsfrequenz gibt es ja dienliche, uns bekannte Schwingungen, die auch die Zellen mit, sage ich jetzt mal, positiven Energien oder Informationen. Woran macht man das eben fest, dass die, wenn die Zelle natürlich eine positive Frequenz erhält, wird sie das sicherlich in die Gesundheit gehen? Sie versteht die Frequenz vor allem, weil unsere Zellen, da gibt es einen Zellfunk. Die unterhalten, die kommunizieren untereinander, das sind 150 Megahertz zum Beispiel. Und die Russen haben das analysiert, aber auch wir in Deutschland, Dieter Bröers und andere haben da geforscht. Und es geht darum, körpereigene und für den Körper verständliche Frequenzen aufzuspielen. Keine Mikrowelle, die für uns ungeeignet ist, wo ein Kauderwelsch ankommt und die Zellen gar nicht wissen, was sollen sie als erstes tun. Welche Geldrolle sollen sie als erstes bilden? Richtig, sondern wie ein Dirigent Schritt für Schritt einen Tag nach dem anderen weitermacht. Und hier geht es ja darum, im Prinzip, seine ist die Trägerwelle, die per se schon unheimlich stark ist, weil die ja so laserähnlich gebündelt ist. Nur zum Beispiel 60 Watt eingespeist in die Glühbirne, die reicht von 12 Quadratmeter Raum aus. 60 Watt auf den Laser gespielt, reicht aus, um Stahl zu schneiden. So stark kann man sich das vorstellen. Das ist die Trägerwelle, die wir haben. Und jetzt kommen diese Informationsfrequenzen. Und da verwendet man, wie der Arthur sagt, nur dem Organismus bekannte, das kennen wir aus der Orthomolekularmedizin, wo der Linus Pauling, das ist ein Medizin-Nobelpreisträger gewesen, der hat gesagt, du kannst nur mit einer Medizin erfolgreich sein, wenn du Moleküle verwendest, die der Körper bereits kennt. Und hier geht es jetzt darum, nur Frequenzen zu verwenden, wo man weiß, die sind vital und die der Organismus bereits kennt. Und eine ganz wichtige ist da zum Beispiel die Schumann-Frequenz mit 7,8 Hertz. Die kennt der Körper, das ist die Hintergrundschwingung, sozusagen von, man sagt auch, das ist der Herzschlag der Mutter Erde. Wenn ich Bride in Harmonie mit der bin, dann bin ich in allem Harmonie, insbesondere auch zum Beispiel mit Zirbeldrüse, wie er Hormone steuert und Dirigent von allen Drüsen ist. Also das sind vitale Frequenzen, die unser Organismus schon kennt. Und es gibt eben andere nicht vitale Frequenzen. Das ist zum Beispiel, sagen wir mal, die 60 Gigahertz oder 2,4 Gigahertz von verschiedenen Mobilfunkthematiken, die wir heute haben. Die kennt unser Körper nicht und die sind auch schädlich. Und bei uns ist es noch so, durch die Rechtsdrehung von den hexagonalen Wasser, ist übrigens rechtsdrehend, auch die Elektronen hexagonalen Wasser sind rechtsdrehend. Rechtsdrehend ist immer Energie zu führen, immer lebensfördernd. Man weiß zum Beispiel auch von der DNA, wenn die gesund ist, ist die Doppelspirale rechtsdrehend. Man weiß heute bei Krebszellen, dass die Doppelspirale linksdrehend ist. Man weiß von der Qi, der Lebensenergie, die man heute mittlerweile auch messen kann, die ist rechtsdrehend. Man weiß von den Chakren, wenn die Energie aufnehmen, sind die rechtsdrehend. Also im Prinzip fast alles, was wir eigentlich brauchen, ist rechtsdrehend. Hexagonales Wasser ist rechtsdrehend und die Elektronen drin sind auch rechtsdrehend. Und das führt dann,
wieder zu einer Harmonie. Das nennt man dann auch Negentropie, nicht Entropie. Entropie ist Chaos, Zerfall. Je älter wir werden, desto mehr Zerfall haben wir. Also wir müssen da wieder in die Harmonie kommen. Also diese Rechtsdrehung über die hexagonalen Strukturen, initiiert über den Celltuner, sorgen für zum einen mehr Energie. Man braucht immer Energie, um alle Körpersysteme am Laufen zu halten, insbesondere auch das Immunsystem. Und das andere ist wieder aus dem Chaos raus, wieder die natürliche Ordnung herstellen. Mhm. Und gerade diese Rechtsdrehung siehst du ja in der Ursprungsantenne, diese Spule, die eingedreht ist. Und das ist quasi wie so eine heilige Geometrie, weil wir haben auch ein bestimmtes Verhältnis, ja, der goldene Schnitt. Und das spiegelt sich bei der Tesla-Technologie und bei der Weiterentwicklung der Russen, dass die diese Maßnahmen, das hat mit Global Scaling was zu tun, das wurde in Russland erforscht, wo sie einfach geschaut haben, welche Frequenzen werden von der Natur besonders benutzt. Und wir kommen aus der Natur, wir haben eine Gesetzmäßigkeit, weil wir Erdlinge sind und wir greifen, es sind über 10.000 Einzelfrequenzen, die in diesem Rauschen, ja, eingearbeitet sind, damit der menschliche Körper das versteht und seine Stoffwechselblockaden oder sonstiges wieder in Ordnung bekommt. Also wir unterstützen ihn, seine Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Den Rest macht er selber, aber wir geben ihm eine Art Impuls, wie bei einem Auto Starthilfe, wie bei der Neonröhre, damit es anfängt und den Rest macht sie von alleine. Und das ist wirklich über Jahrzehnte von den Russen erforscht worden, weil dieses russische Geheimwissen, die haben die Möglichkeit gehabt, ohne Pharmaindustrie das zu erforschen. Da haben sich Wissenschaftler hingesetzt und die haben alle Blätter bei einer Birke gezählt. Nicht nur gezählt, wie viele Blätter sind das, wie lang sind diese Blätter, wie breit, wie lang, und haben immer wieder Knotenpunkte festgestellt. Es gab Frequenzen, da gab es nichts, also Werte, wo es nichts gab, und andere Werte, die besonders häufig waren. Und das können wir auf diese Tesla-Technologie, darauf können wir zurückgreifen. Vielleicht doch ein ganz wichtiger Aspekt ist Energie. Krankheit wird ja auch definiert als Abwesenheit von Energie und von Unordnung. Also Ordnung haben wir schon besprochen und Energie, unsere Energiezellen sind unsere Mitochondrien. Jetzt muss man einfach mal sagen, Mitochondrien sind quasi eigenständige Lebewesen, bakterienähnlich. Die sind nur in die Zellen reingezogen, um das synergetisch optimal abzuwickeln. Und jetzt sagen wir, ein 70 Kilogramm Mann hat ungefähr 200 Trillionen von denen. Bei zunehmendem Alter, Übersäuerung, Elektrosmog werden die immer schlechter. Also die liefern immer weniger. Und auf was sind da die russischen Bioingenieure gekommen? Die sind draufgekommen, dass alle Mitochondrien die gleiche Eigenschwingung haben. Das hängt damit zusammen, das hängt praktisch mit der Entstehung des Menschen zusammen bei der Befruchtung. Mit dem Sperma kommen nur, sagen wir mal, Genbestandteile, kommen nur Chromosomen mit. Alles andere ist schon da, das Zytoplasma ist schon da, alle Organellen sind schon da und vor allem alle Mitochondrien sind schon da. Und man sagt, diese Mitochondrien von den Frauen, da gibt es keinen genetischen Einfluss vom Mann am Anfang, die kommen von einer Urfrau von vor 40.000 Jahren. Also haben die alle die gleiche Eigenschwung. Jetzt gibt es ein physikalisches Phänomen, was die russischen Bioingenieure genial ausgenutzt haben. Also wenn es so Mitochondrien so schwingen, die schwingen alle gleich, weil die alle praktisch die gleiche Herkunft haben, dann muss man nur die phasengleiche Frequenz drüberlegen. Und dann gibt es das Phänomen, das heißt konstruktive Interferenz durch die Überlagerung der Schwingung, addiert sich die Amplitude, die Energie. Mhm. Und diese elektromagnetischen Wellen erreichen instantan mit Lichtgeschwindigkeit alle 200 Trillionen Mitochondrien in einem Körper. Das wäre logistisch überhaupt nicht möglich mit Medizin oder mit Nahrungsergänzungsmitteln. Das nennt man dann instantan. Und ich erreiche damit alle Mitochondrien im ganzen Körper und gebe denen mehr Energie. Also sein Schlüssel fürs Immunsystem ist Energie. Das Immunsystem braucht die Energie, die es braucht, um alle Jobs zu tun, die es kann. Und es kann alles. Und um das Thema Immunsystem auch aufzugreifen, wir haben einen großen Fastenpapst im deutschsprachigen Raum. Und du kannst sogar deinem Körper die Nahrung entziehen, gibst deinem Immunsystem die Chance zu regenerieren, trinkst hexagonales, energetisiertes Wasser und kannst jetzt den Darm, die Ausscheidungsorgane unterstützen, um auch während dieser Fastenzeit, und jeder Mensch sollte 1 bis 2 Mal pro Jahr fasten, um dem Immunsystem die Chance zu geben, reinmachen, alles sauber zu machen.
eine innere Wäsche durchzuführen. Und die kleinere Chance nennt man Intermittent Fasting, also praktisch die letzte Mahlzeit spätestens 4 Stunden vorm in Bett gehen zu sich zu nehmen und dann sagen wir vor 12 Uhr morgens nichts zu essen, nur ein bisschen was zu trinken. Und das führt genau da auch dazu. Es führt zu diesem Autophagie-Prozess, der nur eingeleitet werden kann, wenn ich wenig Aminosäuren praktisch im Blut habe. Mhm. Nur dann fängt er an zu starten. Deshalb sollte man wirklich 1-2 Mal in der Woche abends mal 4 Stunden vor dem Bett gehen, nichts essen und dann morgens bis um 12 oder so nicht. Mhm. Hat man hervorragend einmal Optimierung von dem Immunsystem, von der Selbstregulation, von Selbstheilungsprozessen und Entsäuerung, Entschlackung und so weiter. Wer einen Schritt weitergehen möchte, kann sogar in der Woche einen Tag sich herauswählen, ob es Montag ist, und an diesem Tag wirklich nichts essen. Und wenn du das mal summierst, über ein Jahr machst, sind es 52 Fastentage. Mhm. Wer macht das? Ja? Und so gibst du dem Körper die Chance, das Immunsystem wieder in Takt zu bringen. Super. Ein Aspekt aus der ganzen Geschichte Immunsystem, Selbstregulation ist noch Fieber. Mhm. Es gibt bestimmte, sage ich mal, Situationen im Körper, das können zum Beispiel Zahnherde sein, wo das Immunsystem selber nicht mehr Fieber erzeugen kann, weil die Informationskanäle dazu, um die Information zu geben, hier stimmt nicht, das sind durchtrennt, das ist die Blutzufuhr und das sind die Nervenleitungen. Also wenn ich jetzt hier jetzt ein Thema habe, wo eigentlich das Immunsystem Fieber erzeugen müsste, um Pathogene zu neutralisieren, weil das ist die Waffe, was der Körper hat, um Pathogene zu neutralisieren, ist Temperaturerhöhung. Die findet aber nicht mehr statt. Wenn ich jetzt mit dem Cell-Tuner, sagen wir, die entsprechenden Teile befelde, kriegen die Mitochondrien in den Zellen so viel Energie, dass die dort, wo es notwendig ist, Hitze im Innern der Zelle erzeugen, zur Neutralisierung von Pathogenen, also Viren, Bakterien und so weiter und so fort. Also da habe ich einen riesen Schritt nach vorne gemacht und das spüre ich auch als Reaktion von den bestimmten Körperregionen, die einfach sehr warm werden. Mhm. Und die Antenne selbst hat aber keine thermische Veränderung, wenn ich die einschalte. Es ist nur die Reaktion der Zelle. Hier findet jetzt ein Reparaturprozess, also ein Neutralisierungsprozess von Pathogenen statt. Absolut. Ja. Super. Sehr, sehr spannend wieder. Und man kommt gar nicht zum Fragenstellen bei euch. Ich war jetzt heute völlig überflüssig. Nein, du inspirierst uns da. Absolut, unsere Muse. Schön, super. Ja, wenn man sich doch noch tiefer mit dem ganzen Thema beschäftigen möchte, gibt es da noch Möglichkeiten? Quantisana, oder? Genau. Ja. Das ist die Website www.quantisana.ch. Mhm. Dort ist sehr viel an Videos, an Informationen, Dokumenten und Bücher, so weiter alles abgelegt. Ja. Super. Ja, dann danke ich euch, dass ihr heute da wart und bis hoffentlich bald wieder. Sehr gerne. Danke auch. Dankeschön. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen aus dem wundervollen Interview mit unseren zwei ganz besonderen Gästen und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss.